das ist eine Figur, die Fürst Pückler schon aus Moskau mitgebracht hat. Davon haben wir nur noch ganz wenige Plastiken. Sie war über 2 Jahre in der Restaurierung und es war ein sehr aufwendiges Verfahren. Ja, heute mal im Branitzer Park. Hier wird so eben wie im Hintergrund schon ersichtlich die Plastik der Venus Carbor wieder aufgestellt. Ich frage erstmal, warum war sie denn überhaupt weg gewesen? Sie war sehr schwer beschädigt. Sie steht unter freiem Himmel und natürlich hat diese Witterung, aber auch das Alter generell einigen Einfluss auf den Zustand dieser Zinkgussfigur. Zink ist ein empfindliches Material. Das heißt, was musste dann konkret gemacht werden an der Statue? Eine Zinkgussfigur ist immer aus verschiedenen Einzelteilen zusammengesetzt und diese Nähte sind im Laufe der Zeit eben zum Teil aufgeplatzt und korrodiert und es gab Witterungsspuren und generell gab es eine Standunsicherheit dieser Figur. Das heißt, wie lange muss die Statue jetzt hier auch weichen? Sie war über 2 Jahre in der Restaurierung und es war ein sehr aufwendiges Verfahren, weil um diese Branitzer Venus zu korrigieren, mussten wir an anderen Venus-Carbor-Figuren erstmal Vermessungen vornehmen, um dann unsere sozusagen richtig auszurichten. Was macht die Figur vielleicht auch generell so besonders, vielleicht auch gerade hier an diesem Standort? Also zum einen ist es eine Figur, die Fürst Pückler schon aus Moskau mitgebracht hat. Davon haben wir nur noch ganz wenige Plastiken, mit denen er seinen Park geschmückt hat. Er hat sie erworben auf Empfehlung des berühmten Architekten Karl Friedrich Schinkel. Schon für den Moskauer Park bzw. für den Eingang zu seinem Moskauer Schloss in den späten 1830er Jahren um 1840. Damals wurde die Venus Carbor produziert als Zinkgussfigur in der Berliner Gießerei Geiss. Also Pückler war da einer der ersten, die diese Figur erworben haben. Insofern ist sie was Besonderes und er ließ sie hier in Branitz auf dieser Insel relativ früh, also zwischen 1846 und 50 aufstellen. Und das Besondere ist, wir haben heute die einzige farbig gefasste Zinkgussfigur, farbig gefasste Venus Carbor überhaupt. Ich wollte gerade fragen, was hat es vielleicht auch generell mit der Farbgebung so drumherum auf sich? Also die Firma Geiss in Berlin lieferte diese Zinkgussplastiken bronzefarben gestrichen und so stand sie wahrscheinlich auch erst in Moskau. Als Pückler sie dann in Branitz hier auf dieser Insel stehen hatte, hat er sich offenbar überlegt, sie farbig zu fassen. Wir wissen noch nicht genau warum, aber es könnte durchaus sein, dass er sich beteiligt hat an diesem sogenannten Polychromie-Streit. Das heißt, antike Plastiken waren farblich gefasst. Das wollten damals seinerzeit nicht alle Leute wahrhaben. Es war die weiße, reine Antike. Aber Pückler war immer auf der Höhe der Zeit und hat vielleicht deswegen diese intensive Farbfassung aufbringen lassen. Königsblau, ein goldenes Diadem und diesen hautfarbenen Ton. Das Projekt gilt jetzt hier als, sage ich mal, abgeschlossen. Gibt es ansonsten im Park weitere Restaurationsarbeiten? Was kann man da sagen? Wenn wir im Bereich Plastiken sind und Figuren, sehen wir hier auf der Schlossterrasse schon die nächsten Vasen. Das sind auch Zinkgussvasen. Auch die müssten natürlich wieder restauriert werden, wie überhaupt die Ausstattung in einem Park immer sehr aufwendig zu erhalten ist.